So, und wir sind immer noch auf der Eleonora Severa und hier beginnt eigentlich die Strecke für die Clubs und für die Partymeile so ein bisschen. Wir sind hier vor dem La Santa und ja, auch hier geht es natürlich mit Großleinwand und DJ dann weiter. Viele Spanier sind mit hier, viele Mallorquiner sind mit hier, internationales Publikum, also La Santa ist hier angesagt. Ja, hier ist natürlich noch zu um 22 Uhr, das ist der Eingang zum Bolero, spektakuläre Dachterrasse. Hier nebenan gibt es natürlich das Angels und ja, ein bisschen weiter durch die Kult-Gaststätte, das Kultlokal überhaupt, hier Schokolade seit über 35 Jahren. Mit am Start sehen und gesehen werden. Hier muss man einfach hin. Im Moment ist es hier noch relativ ruhig. Wir haben aber auch viel Familienpublikum hier und die warten hier natürlich wieder auf die Clubs, die dann hier rüberkommen, um dann hier weiter mitzufeiern. So, das war es hier von Schokolade und den beleuchteten Palmen. Ja, und hier in der Straße vom Schokolade kommt er natürlich auch automatisch am Menub vorbei. Und das ist ein angesagter Laden, insbesondere natürlich auch für junge Leute. Und ihr seht das ja hier draußen, wie das hier mit den Terrassen weitergeht. Und wir machen von hier aus mal den Sprung rüber aufs Cheops zu. So, nach einer guten Stunde, anderthalb der kleinen Führung hier, sind wir hier angekommen im Bereich Physical, rechte Seite nochmal das Bolero und natürlich im Hintergrund, wenn die Monika jetzt ein bisschen weiter dreht, natürlich Cheops. Anders als in Deutschland fängt natürlich die Diskothekenszene hier auch erst um 23 Uhr an und geht dann natürlich morgens bis 4, 5, 6 Uhr teilweise auch weiter. Hier Cheops zum Beispiel hat eine riesengroße, tolle Dachterrasse bei dem großen Innenraum, der mit da ist. Ja, und wir beenden jetzt hier unseren kleinen Ausschnitt von unserer gefühlten Tour des Nachtlebens, des frohen Nachtlebens. Und wir beenden das jetzt hier gleich, Maria, im Cocona 17. Und ich freue mich jetzt auf einen schönen Cocktail, Monika. Ich bin kaputt, ich kann jetzt nicht mehr, sitze hier nochmal mit zwei tollen Traumfrauen mit am Tisch und wir machen jetzt einen kleinen Abschluss heute Abend hier. Maria, ach, da ist sie ja schon. Ja, ihr kennt sie alle, das ist Maria und das ist dieser Erdbeer-Daiquiri, ist das richtig? Viel Alkohol, viel Erdbeeren, toller Service. Noch was anderes, habe ich was vergessen? Corazon. Ah, also Corazon ist das große Herz von Maria. Komm, lass dich einmal drücken. Also euch beiden, viel Spaß, ihr müsst euch den jetzt teilen, ja? Und du weißt ja, wie das ist, da gab es mal dieses Lied früher, ja, rote Lippen soll man küssen. Und wer viel von diesem Erdbeer der Kiri getrunken hat, der hat natürlich nachher die roten Lippen. Ich kann leider nicht, Monika ist dabei, euch einen schönen Abend. Wir machen einen Abschluss und wer Lust und Laune hat, ja, macht den Gang heute Abend nochmal zu dieser Frau, zu Maria. Tschüss, adios, cariño. Muchas gracias. Adios und de nada. Besitos. Immer wenn ich morgens dann... Ja, aber morgens geht's ja noch. Ne? Ja, ja, Leute, was will ich denn sagen, ja? Die Verrücktheit geht weiter und die Verrücktheit findet natürlich hier auch auf dem Pinienplatz statt. Und naja, ich will ja gar nichts zu sagen. Mann mit Hut, Mann mit Chuka, Mann von Chuka und der berühmt-berüchtigte Sensemann, den gibt es hier. Und für die Frauen natürlich auch, du kannst ruhig dabei bleiben, ja. Es gibt natürlich für die Frauen auch die berühmt-berüchtigte Sensefrau. Aber das erzählt ihr euch einfach mal dann auch selber. So, Monika, nochmal den Schwenk hier rüber und dann denke ich mal, sind wir bei unserer kleinen Stippvisite mit dem Punkt Pinienplatz auch da durch. Wir sahen, schön, dass wir beide gewesen sind. Viel Spaß. Guckt, dass die Leute glücklich und zufrieden morgen früh nach Hause gehen. Schön, dass ihr da wart und euch auch einen schönen Abend noch. Danke, tschüss.